Auch Lateinamerika versucht seit ein paar Jahren, den Fluch des schwarzen Goldes zu bannen und die Plünderung seiner Ölvorkommen zu verhindern. Der venezuelanische Präsident Hugo Chavez will die Förderkonzessionen nicht mehr allein den Multis überlassen, sondern mit den Petrodollars soziale Projekte finanzieren. Bolivien hat gerade erst seine Erdgasförderung verstaatlicht. Auch in Ecuador wächst der Widerstand. Das kleine Land am Rande des Amazonasbeckens hat große Erdölreserven. Die Ölförderung durch internationale Firmen hat hier bereits beträchtliche Umweltschäden verursacht. Dazu unsere dritte Dokumentation über die ecuadorianische Kleinstadt Esmeraldas. Die Menschen dort leben in Angst vor der Raffinerie, die ihnen zwar Arbeit gibt, aber auch die Umwelt und ihr Leben gefährdet. Die Flammen haben das Haus völlig zerstört. Wir stehen hier gegenüber dem Arbeiterviertel der Raffinerie. Anscheinend ist das Feuer dort ausgebrochen. Ein Gastank ist explodiert. Wir müssen zurückgehen. Die meisten Leute waren zu Hause, haben geschlafen oder ferngesehen. Auch bei mir lief der Fernseher, als plötzlich eine gewaltige Explosion zu hören war. Ich sah die Flammen und dachte, die Raffinerie ist in die Luft geflogen. Herr, hab Erbarmen mit Esmeraldas. Das ist das Ende. Es war schrecklich. Ein Flammenmeer kam von der Raffinerie her. Es sah so aus, als käme es langsam näher Richtung Stadt. Ich sagte, mein Gott, wenn wir schon sterben müssen, dann will ich wenigstens zusammen mit meinen Kindern sterben. Wir sind in der Nähe der Brücke. Hier fließt der Teaone, da drüben. Die Leute wussten, dass sie neben einer Zeitbombe leben. Sie dachten, die Raffinerie würde explodieren, also sprangen sie in den Fluss. Sie konnten nicht ahnen, dass die Flammen vom Fluss herkamen. Die Raffinerie von Esmeraldas hat einen sehr wichtigen Beitrag zur Entwicklung der gesamten Provinz und der Stadt geleistet. Sie hat zur Lösung der Umweltprobleme beigetragen. Wir sind stolz darauf, dass die Raffinerie hier angesiedelt wurde. Sie hat unsere Stadt in der ganzen Welt bekannt gemacht. Die Raffinerie bietet vielen Menschen hier Arbeit. 1500 Familien profitieren davon. Das ist sehr wichtig. Außerdem produziert sie rund 60% des gesamten Brennstoffbedarfs von Ecuador. Darauf ist das Land angewiesen. Nur so kann es sich weiterentwickeln. In Ecuador werden jeden Tag 175.000 Barrel Öl verarbeitet. Davon allein rund 110.000 Barrel hier. Die Anlage ist rund um die Uhr in Betrieb. Und das Unternehmen Petro Ecuador setzt hier hochqualifiziertes Personal ein. Was können wir denn mehr erwarten? Als bekannt wurde, dass in Esmeraldas eine Raffinerie gebaut werden sollte, gab es hier einen Streit. Die einen waren dagegen, die anderen sagten, damit würden die Probleme der Einwohner von Esmeraldas gelöst werden. Es würden Arbeitsplätze geschaffen werden, die Stadt würde aufblühen. Sie haben uns eingeredet, dass wir alle Millionäre werden würden, dass wir alle reich würden. Und wir haben uns dieser Illusion hingegeben. Sie haben uns eingeredet, dass die ganze Bevölkerung von Esmeraldas in der Raffinerie Arbeit finden würde. Wir hatten hohe Erwartungen. Wir dachten, dass die Raffinerie zu einem Zentrum der industriellen Entwicklung werden würde. Wir waren überzeugt, dass sie für Fortschritt,
und für eine bessere Lebensqualität sorgen würde. Es ist sehr viel passiert in der Zwischenzeit. Und ich meine, das meiste davon ist schlecht für die einfachen Menschen, für die armen Leute in Esmeraldas. Wenn wir früher mal nichts zu essen hatten, sind wir einfach zum Fischen gegangen. Das geht heute nicht mehr. Die Menschen hier lebten vom Fischfang. Sie fingen Fische, Krabben, Muscheln. Das findet man dort heute nicht mehr. Und falls man doch noch einen Fisch fängt, dann ist er ungenießbar, weil er nach Öl schmeckt. Der Fluss ist verschmutzt, den Fisch kann man nicht essen. Ich habe die Pläne für die Raffinerie gesehen, als man sie der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Die Wirklichkeit sieht jetzt ganz anders aus. Es war geplant, Becken rund um die Raffinerie zu bauen. Becken mit sauberem Wasser und mit Fischen. So wollte man beweisen, dass das Wasser nicht verschmutzt wird. Doch dort, wo in den Plänen diese Wasserbecken mit den Fischen vorgesehen waren, habe ich jetzt nur noch eine Art verbranntes Altöl gesehen. Es ist kein Zufall, dass diese Raffinerie ausgerechnet hier in der Provinz Esmeraldas angesiedelt wurde. Ich will damit sagen, dass bei Entscheidungen über den Standort einer Raffinerie eigentlich nur darauf geachtet wird, dass die Kosten für das Unternehmen möglichst gering bleiben. Und man achtet darauf, dass man dort schalten und walten kann, wie man will, ohne dass sich jemand groß beschwert. Esa es una situación que se dio en Esmeraldas y que se repite país a país. Die Pipeline ist gebrochen. Das hat zu dieser Feuersbrunst geführt, die immer weiter um sich greift. Das Öl fließt in die Stadt, wo bereits Hunderte von Häusern von den Flammen vernichtet wurden. Oh, wenn ich an den 26. Februar denke, das war, glaube ich, für mich und für den ganzen Ort der traurigste Moment im Leben. Keiner von uns wünscht sich, dass sich so etwas wiederholt. Was damals geschah, das kann man nicht beschreiben. Ich kann Ihnen zwar davon erzählen, aber Sie können sich keine Vorstellung davon machen, wie wir diesen Tag erlebt haben. Das war einfach schrecklich, eine schreckliche Nacht. Leider ist die Feuerwehr von Esmeraldas überhaupt nicht in der Lage, mit so einer Katastrophe fertig zu werden. Die Einwohner von Esmeraldas glaubten, der Himmel stürze über ihnen ein. Sie waren überzeugt, dass das Ende der Stadt gekommen sei, dass sie sterben müssten. Alle rannten kopflos umher. Niemand wusste genau, was los war. Wir sahen nur die Flammen, die immer weiter um sich griffen. Aber wir wussten nicht, warum. Es war ein Gefühl des Verlassenseins, der Ohnmacht. Wir alle fühlten uns in dieser Nacht so hilflos. Die Menschen sind einfach in den Fluss gesprungen. Bis heute weiß man nicht, wie viele dabei ertrunken sind. Als wir die Flammen sahen, sind wir ins Wasser gesprungen. Ein Boot voller Menschen kam uns entgegen und drehte dann ab. Ich glaube, zwei kleine Kinder sind ertrunken. Dann haben wir nichts mehr gesehen. Nach offiziellen Angaben sind dort 8 Menschen umgekommen.
Es waren 15. 17. 6 Menschen. Es waren etwa 7. Aus meinem Viertel sind 12 Menschen umgekommen. 8 erlitten schwere Verletzungen. Es waren nicht mehr als 20, aber Tausende von uns hätten dabei umkommen können. Die Zahl der Ertrunkenen, die Zahl der Vermissten wurde immer wieder nach unten korrigiert. Aber niemand hatte offizielle Zahlen. Es war so gegen 8 am Abend des 26. Februar. Wir saßen mit den Nachbarn draußen und unterhielten uns, als es plötzlich nach Öl roch. Ich hörte einen Krach, als ob ein Unwetter losbrechen würde. Ich sage zu meinem Freund, weg hier, es sieht nach Regen aus. Und er sagt, ich höre nichts. Und ich, doch, gleich geht's los. Und dann rieche ich es. Es roch nach Benzin. Auf einmal gab es eine Explosion hinter uns. Es war die Pipeline. Als ich den Knall hörte, rief ich meiner Frau zu, dass sie im Haus bleiben soll. Aber meine Frau war verzweifelt, sie hatte Angst. Und mit unserer kleinen Tochter an der Hand rannte sie nach draußen. Ich wollte ihnen nachrennen, doch ich konnte nicht. Der erste Feuerschwall kam mir schon entgegen. Und als ich endlich hinauskam, da zerriss mir schier das Herz. Ich habe gesehen, wie sie meine Tochter brachten. Sie hatte am ganzen Körper Verbrennungen. Und auch meine Schwägerin. Auch sie hatte überall Verbrennungen. Sie schrie nach Hilfe. Alle haben sie mit Wasser bespritzt, um die Flammen an ihrem Körper zu löschen. Meine Schwägerin starb, meine Frau 8 Tage später. Meine Tochter konnte in den Vereinigten Staaten gerettet werden. Hier ist sie, sie lebt. Sie ist unser kleiner Sonnenschein. Das Bild, das sich am tiefsten in mein Gedächtnis eingebrannt hat, ist der Anblick einer schwangeren Frau. Eine junge, schwangere Frau, die auf einer Insel im Rio Esmeraldas lebte. Als sie sah, dass das Feuer immer weiter auf beiden Seiten der Insel vordrang, sprang sie ins Wasser. Der Fluss war mit einer Art verbranntem, öligem Schaum bedeckt. Er glänzte schwarz. Das war alles Rohöl. Als die junge Frau das andere Ufer erreichte, hatte sie ihr Kind verloren. Die Plazenta baumelte zwischen ihren Beinen. Ihr blutverschmiertes Kleidchen zu sehen, ihr ölverschmiertes Gesicht, das war für mich der schlimmste Moment. Als ich das sah, dachte ich mir, dass das Leben der Armen nur in Gottes Augen etwas wert ist. Auch heute noch wühlen mich diese Erinnerungen innerlich auf. Todavía no puedo recordar con frialdad y serenidad esos momentos. Was es noch schlimmer macht, man muss erst durch das gesamte Raffineriegelände durch, um die Stadt verlassen zu können. Die einzige Brücke über den Fluss stand schon in Flammen. Wir waren eingeschlossen wie in einem Käfig. Es gab keinen Ausweg. Seit damals sprechen wir von einer Zeitbombe, denn wir können von dort nicht weg. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sitzen auf einer Zeitbombe. Sie kann jederzeit hochgehen. Sie wird hochgehen, wenn man es am wenigsten erwartet. Dann wird uns keine Zeit mehr bleiben. Das ist doch keine Zeitbombe. Im Gegenteil, die Raffinerie ist ein Wachstumsmotor. Sie schafft Arbeit und die Voraussetzung, dass sich das Land entwickeln kann. Und damit das Volk von Ecuador, vor allem die Menschen in Esmeraldas, in Wohlstand leben können. Wir haben Angst.
Wir haben Angst, dass sich das alles wiederholt, dass es noch einmal geschehen kann. Wir haben feststellen müssen, dass wir keine Kontrolle darüber haben. Wir wollen, dass sich so ein schreckliches Ereignis wie in dieser Nacht niemals wiederholt. Wie viele Autounfälle passieren denn täglich in der Stadt? In wie vielen Atomkraftwerken auf der Welt hat es Störfälle, Unregelmäßigkeiten gegeben? In wie vielen Raffinerien ist es bereits zu Zwischenfällen gekommen? Das Risiko, dass es hier in dieser Raffinerie ein Problem gibt, ist nicht größer. Eher noch viel geringer als anderswo. Es kann sich wiederholen. Nichts ist völlig sicher. Auch wenn das Personal noch so gut ausgebildet ist, es kann passieren. Wir arbeiten hier in einer Anlage, in der es große Risiken gibt. Die Anlage ist immerhin schon 30 Jahre alt. Das ist normal, dass es da Probleme gibt. Also, es kann wieder passieren. Diese Nacht hat uns alle gezeichnet. Die Einwohner von Esmeraldas haben seither das Gefühl, allein und hilflos dazustehen. Und wir haben das Gefühl, dass sich das alles jederzeit wiederholen kann. Wir bekommen täglich Informationen über Störungen, die wegen der veralteten Anlagen auftreten. Die Bevölkerung bekommt davon nur sehr wenig mit. Es gibt immer wieder Lecks in der Pipeline, die zur Raffinerie führt. Die Menschen hier in der Provinz Esmeraldas haben darunter schon oft gelitten. Und dann wurden schöne Reden gehalten. In Vice zum Beispiel hat man nach einem Pipeline-Bruch zwar das Kanalisationsnetz aufgebaut und neue Trinkwasserleitungen verlegt. Aber das ist doch keine Entschädigung. Die Pflanzen- und die Tierwelt hat sich seitdem nicht wieder erholt. Kommt da raus, ihr sollt da nicht schwimmen. Das ist schon das dritte Mal, dass es ein Leck in der Pipeline gibt. Es gab schon früher Lecks. Dabei sind auch Menschen umgekommen. Nun ja, das macht uns Sorgen. Vor allem denjenigen, die an den Ufern der Flüsse Esmeraldas und Teone leben. Die Bürger der Gemeinden Propicia Una und Dos. Ich stehe hier mit einem Bein im Grab. Ich weiß nicht, wann es losgeht, aber es ist sehr gefährlich hier. Diese Herrschaften sollten endlich mal was tun. Einmal zum Beispiel fing die Oxidationsanlage Feuer. Die gesamte Anlage war in Gefahr. Ein Brand mit unabsehbaren Folgen für ganz Esmeraldas hätte daraus entstehen können. Wir müssen das ganze Land darüber informieren, dass Esmeralda sich zurzeit im Ausnahmezustand befindet. Die Feuerwehr hat hier nur ein einziges Löschfahrzeug. Wir müssen ganz Ecuador darauf aufmerksam machen, dass Esmeraldas eine besser ausgerüstete Feuerwehr braucht. Denn mit Feuersbrünsten dieser Größe kann sie derzeit nicht fertig werden. Das war alles veraltet. Es kann jederzeit wieder eine gewaltige Explosion geben. Was weiß ich, was alles noch geschehen kann. Was heißt veraltet?
Wir produzieren doch. Zurzeit werden hier in der Raffinerie rund 110.000 Barrel Rohöl pro Tag verarbeitet. Wie kann man da von veralteten Anlagen sprechen? Die Crack-Anlage zum Beispiel ist so ausgelegt, dass sie alle 2 Jahre wegen Wartungsarbeiten abgestellt werden muss. Das heißt, sie muss abgestellt und wieder eingeschaltet werden. Doch die Wartungsarbeiten sind nie durchgeführt worden. Warum? Weil jeder Tag, an dem die Anlage nicht läuft, Verlust bedeutet. Einen Produktionsausfall von rund 2 Millionen Dollar pro Tag. Andererseits wird die Anlage immer wieder abgestellt, wenn es Störfälle gibt. Ich erinnere mich an einen Monat, da musste sie 17 Mal abgestellt werden. Was das für Folgen hat? Jedes Mal, wenn die Crack-Anlage abgestellt wird, muss das Öl abgelassen werden, müssen Chemikalien in die Kanalisation geschüttet werden, die dann ins Wasser gelangen. Auch Gase werden in die Luft geblasen. Was können wir denn schon tun? Wir sind es leid. Die Umwelt ist verschmutzt, der Boden ist verschmutzt, das Wasser. Doch es wird nichts getan. Es geht ja bloß um Esmeraldas. Raffinerien verschmutzen die Umwelt. Und die Raffinerien in Ecuador gehören wahrscheinlich zu den schlimmsten Umweltverschmutzern der Welt. Diese Raffinerie ist schon alt. Sie musste immer mal wieder umgebaut werden, damit man hier eine andere Rohölsorte verarbeiten kann. Eigentlich war die Raffinerie zur Verarbeitung leichter Rohöle gebaut worden. Doch die multinationalen Konzerne fördern immer mehr schwere Rohöle. Deshalb wurde diese Raffinerie umgebaut. Doch jetzt ist die Umweltverschmutzung noch viel schlimmer. Die Raffinerie in Esmeraldas hat die meisten Zwischenfälle und wird am wenigsten gewartet. Sehen Sie, zunächst einmal müssen wir definieren, was Umweltverschmutzung überhaupt ist. Das kann ebenso positiv wie negativ sein. Wir sind hier in einer geschützten Zone. Hier gibt es die größte Vielfalt an Pflanzen und Tierarten in ganz Esmeraldas. Insofern ist das ein Industrie- und ein Naturpark zugleich. Das hier sind Rohre aus den Becken für Ölrückstände. Die Becken fließen immer während der Winterregenzeit über und das Öl gelangt in die Umwelt. Was Sie hier sehen, ist scheinbar unberührte, intakte Natur. Doch das scheint nur so. Denn unter der Pflanzendecke haben sich Ölrückstände abgelagert. Wir kontrollieren die Anlage ständig, um Umweltverschmutzung auszuschließen. Es gibt hier keine Umweltverschmutzung. Wir erfüllen unsere Pflichten. Die Gebiete, für die wir zuständig sind, werden streng kontrolliert. Aber was passiert denn, wenn es regnet? Das Regenwasser schwemmt die Ölrückstände fort und nimmt sie mit. So gelangt das Öl direkt in den Fluss. In der Winterregenzeit kommen die Arbeiter, die hier den Sand abbauen, und stehen manchmal 3-4 Stunden im Wasser des Teone.
Die Nägel und die Haut sind danach ganz gelb. Wenn ich hier ins Wasser gehe, spüre ich gleich ein Jucken auf der Haut. Manchmal bekomme ich Pickel. Jetzt kann man sie nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob das vom Wasser kommt oder von etwas anderem. Wenn Sie nahe an den Tiaone herangehen, können Sie das Öl riechen. Das Wasser, das in den Rio Esmeraldas geleitet wird, wird aufbereitet. Es ist viel sauberer als das Flusswasser. Das gilt für den Gehalt an gelösten Metallen und für den Zustand der biologischen Organismen. Das sind doch nur ein paar gelöste Partikel. Man kann den Leuten noch so oft sagen, wascht nicht eure Wäsche im Fluss, geht dort nicht schwimmen. Sie machen es trotzdem, denn sie haben oft keine andere Wahl. Manchmal sagen sie, was bleibt mir denn anderes übrig? Was können wir denn tun? Die Frauen, die dort ihre Wäsche waschen, haben keine andere Möglichkeit. Die Männer, die den Sand aus dem Fluss holen, haben sonst keine andere Arbeit. Das heißt, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Sie müssen im Fluss arbeiten. Wenn Sie durch die Vororte gehen, werden Sie viele Kinder und auch Erwachsene sehen, die alle Hautprobleme haben. Ich habe immer Kies am Fluss geholt, am Tiaone. Und dann wurde ich schwanger. Nach der Geburt meiner Tochter, sie war 2 Monate alt, zeigten sich Flecken an ihren kleinen Beinen. Flecken, die juckten. Jetzt ist sie 8 Monate alt und ich habe sie mit so vielen Cremes eingerieben. Aber die Flecken gehen einfach nicht weg. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, der Grund ist der Fluss. Aber ich habe kein Geld. Ich konnte das Kind noch nicht richtig untersuchen lassen. Es gibt hier Hautinfektionen, Magen-, Darm- und Harnwegserkrankungen bei Kleinkindern. Schon allein die Gifte, die ein Kind einatmet, wenn es ins Wasser geht, die Kohlenwasserstoffe, sie reizen den gesamten Atemapparat. Sie können sogar eine Magenschleimhautentzündung und Atemprobleme bei Kindern hervorrufen. Wenn die Menschen hier tatsächlich unter Hautentzündungen oder Krebs leiden würden, dann müsste es doch unsere Arbeiter zuerst treffen. Sie arbeiten mit dem Öl, sind täglich in Kontakt damit. Sie wären die Ersten. Aber diese Krankheiten treten hier nicht auf, weder Hautentzündungen noch Krebs. Sehr viele Menschen haben Herzprobleme. Die Haut ist betroffen. Nierenprobleme. Blutkrankheiten und viele meiner Kollegen sind zuckerkrank. Ich kenne Kollegen, deren Kinder wurden mit Missbildungen geboren, mit Herzproblemen, die keine erbliche Ursache haben. Vor 2 Monaten war jemand hier vom Institut für Soziale Sicherheit in Ecuador, hat die Abteilung für Arbeitssicherheit besucht und alles überprüft. Es war alles in Ordnung. Der Gesundheitszustand der Arbeiter und der Zustand des Geländes. Schauen Sie, die Berge dort hinten sind 200 Meter hoch. Der höchste Kamin der Raffinerie ist allein schon 30 Meter hoch. Es wäre doch merkwürdig, wenn die Luft hier verschmutzt würde. Das ist geradezu unmöglich. Denn je höher man geht, desto mehr Strömungen gibt es in der Luft. Das heißt, die Konzentration der in der Luft enthaltenen Stoffe verringert sich. Die kleine Menge von ausgestoßenem Gas vermischt sich nach und nach mit der viel größeren Menge der Luft. Alles
Ja, das alles vermischt sich und steigt in die Atmosphäre auf. Wenn es regnet, dann kommt es natürlich alles wieder runter. Wenn man weiße Wäsche zum Trocknen aufhängt und es fängt an zu regnen, dann bleiben Flecken auf der Wäsche zurück. Das beweist doch, dass hier schwarzer Regen vom Himmel fällt. Das ist das, was uns die Raffinerie beschert. Dieses Wasser fließt in einen Tank unserer Schule. Dort wird das Wasser gespeichert, das zum Gebrauch für Lehrer und Schüler bestimmt ist. Es wird von einer Art Schaum, von einer öligen Schicht bedeckt. Das Zeug stammt aus den Industrieanlagen, die rund um unsere Schule angesiedelt sind. Die Wartungsarbeiter nennen diesen Bereich der Anlage Vogelhaus. Dort wird Schwefelwasserstoffgas verbrannt. Wenn nun ein Vogel durch dieses Gasgemisch und die Abluft der Anlage hindurchfliegt, fällt er sofort tot herunter. Und wenn dort 10 Vögel hindurchfliegen, dann sind sie alle tot. Und zwar deshalb, weil nicht alle giftigen Gase verbrannt werden. Das heißt, die giftigen Gase gelangen in die Umwelt. Vor der Raffinerie weidet eine Viehherde, so um die 30, 40 Tiere. Das sind dann also Ölkühe, oder? Dieses junge Kalb fiel letzten Sonntag ins Öl. Eigentlich sieht das hier aus wie Gras. Aber als das Kalb drauftrat, stand es in einer Öllache und blieb wie angeleimt stehen. Die Tiere weiden hier alleine vor sich hin. Wäre die Natur dort verschmutzt, müssten sie doch schon längst tot sein. Manche Tiere überleben es, andere gehen ein. Ob dieses Kalb da durchkommt oder eingeht, das wissen wir nicht. Schauen wir uns mal die Beine an. Komm mal her. Öl. Hier. Das muss man mit viel Benzin abwaschen oder die Haut schält sich ab. Das Tier wird vergiftet. Da schält sich schon die Haut. Das ist Öl. Wir könnten ja mal die Pflanzen hier fragen, wie sehr sie sich durch die Raffinerie verschmutzt fühlen. Ich fühle mich so machtlos. Was kann ich denn schon tun? Das wird so lange bleiben, bis eines Tages jemand kommt und sagt, es gibt kein Öl mehr in Esmeraldas, in Ecuador. Es gibt keine Raffinerie mehr. Wenn Sie sie in einem anderen Land aufbauen wollen, nur zu. Hier ist Telecosta mit den Morgennachrichten. Es ist genau 7 Uhr und 41 Minuten. Wir setzen nun unser Nachrichtenmagazin fort. Am 3. August 1998 haben die Einwohner des Stadtteils Propecia nach 5 Jahren Widerstand erstmals einen Prozess gegen die wichtigste Erdölgesellschaft unseres Landes gewonnen. Nach der Brandkatastrophe am 26. Februar haben die Menschen begonnen, sich zu wehren und Unterstützung zu suchen. Die südlichen Stadtviertel haben sogar gegen die Firmen Petro Ecuador und Petro Industrial sowie gegen deren Tochtergesellschaften geklagt. Wir rufen alle Behörden auf, uns zu helfen und uns zu unterstützen, damit wir gegen Petro Ecuador eine Klage anstrengen können. Die Öffentlichkeit soll erfahren, wie schwer es für die Menschen hier ist, mit dieser Situation leben zu müssen. Unser Stadtteil Intaluna hat gegen Petro Ecuador geklagt, aber es hat sich nichts, gar nichts getan.
Unsere Klage wurde abgelehnt. Man hat uns gesagt, in Esmeraldas wäre doch überhaupt nichts passiert. Auch die Leute aus La Chamera haben geklagt. Hier haben wir die Insel Vargas Torre. Der Stadtteil Codessa in der Nähe der Raffinerie. Ein Viertel mit dem Namen 2. Juli. Die Gruppe 15. März. Es waren 7 Organisationen, die eine Klage angestrengt haben. Die einzige Klage, die angenommen wurde, war die von Propicia Una. Nach diesem erstaunlichen Urteil wurden 11 Millionen Dollar ausbezahlt für den Bau von Häusern und öffentlichen Einrichtungen im Stadtviertel. Aber wir glauben, dass das sehr wenig ist angesichts der Tragödie, die sich dort abgespielt hat. Sie haben mir 800.000 Dollar geboten, damit ich meine Klage zurückziehe und den Mund halte. Ich habe immer gesagt, nein, das kann ich nicht. Das Leben des Volkes ist nicht käuflich. Sie haben mich immer wieder aufgesucht und mir Geld angeboten, damit ich die Klage zurückziehe. Sie sagten, ich solle meine Arbeit aufgeben. Sie würden mir eine Stelle in der Raffinerie besorgen. Dort würde ich mehr verdienen. Ich habe abgelehnt. Denn wenn ich Geld nehme, dann nur, um anderen Menschen zu helfen. Und wenn ich dort einen Job hätte, dann würde ich die Leute noch viel schneller informieren. Nein, haben sie dann gesagt, wir zwingen sie nicht dazu. Sie haben mir den Bau eines Gemeindehauses angeboten, eine Volksküche, Kinderkrippen, ein Büro, Computer, Sekretärinnen. Ich habe abgelehnt. Es gibt aber tatsächlich Stadtviertel, die sich mit einer Volksküche oder einem Kühlschrank haben abspeisen lassen. Wenn die Menschen gegen die Umweltverschmutzung protestieren, dann kommen die Leute von der Raffinerie und fragen, was die Menschen denn gerne hätten. Und die Gemeindevorsteher, die etwas zu sagen haben, die kommen ja auch aus den unteren Schichten. Die lassen sich damit abspeisen, dass schnell mal ein Gemeindehaus oder eine Straße gebaut wird. Das sind aber Dinge, die die Regierung schon längst hätte bauen müssen. Das ist etwa so, als ob sie dir einen Sarg aus Mahagoni zimmern. Wirklich gutes Holz, sehr edel, aber du bist schon tot. Das ist eine bittere Lektion. Die, die etwas zu sagen haben, machen es sich einfach und sagen, lass doch die Armen schwätzen, die Leute in den Vierteln, es passiert ja doch nichts. Man muss nur mal kurz vorbeischauen, 1-2 Lügen verbreiten, schon sind die Leute zufrieden. Warum sollten wir denn unser Leben in Gefahr bringen? Am Ende finden wir uns dann doch mit allem ab. Leider fließt ein Großteil der staatlichen Gelder in die Korruption. Das ist das schlimmste Übel, unter dem Ecuador leidet. Ja, es gibt korrupte Unternehmer, korrupte Finanzleute, korrupte Abgeordnete, korrupte Staatspräsidenten. Das heißt aber nicht, dass das ganze ecuadorianische Volk korrupt ist. Die meisten Ecuadorianer sind ehrliche Menschen. Ich bin Bürgermeister und sehe es als meine Aufgabe an, den Bürgern zu zeigen, dass man sehr wohl ein Amt innehaben kann, dass man sehr wohl regieren kann, ohne korrupt zu sein. Wir hören nun die Worte des Bürgermeisters Ernesto Estupiñán Quintero. Ich wollte mit dir mal einige Dinge besprechen. Zum einen ist da diese Angelegenheit mit dem Sammelkanal. Ich will ganz offen zu dir sein. Da werde ich Geld rausholen. Aber auch du wirst etwas davon abbekommen. Wie soll das ablaufen? Also, ich werde auf diesen Trottel Victor Hugo, der das Kanalprojekt leitet, ein bisschen Druck ausüben. Ich wollte dir sagen, schauen wir mal, was du dabei machst. Lass uns etwas Geld rausholen, zum Beispiel bei der Rohrleitung. Wir werden ihm sagen, ich will, dass du die Kosten für die Rohrleitung berechnest. Ich rede dann mit Carlos, damit er Bescheid weiß. Ich werde etwas Geld aus dem Topf nehmen, damit er uns hilft. Warum das Ganze? Du weißt doch, dass ich gerade baue. Was man da alles kaufen muss. Verdammt nochmal, das ist ein Haufen Geld. Man braucht doch mehr als nur Zement, Steine und das übrige Material. Und außerdem, der letzte Schliff, der kostet was. Es soll ja noch was aussehen. Ein Haus, in dem man gerne wohnt.
Es ist möglich, etwas zu verändern in Esmeraldas. Das ist nicht nur ein Slogan, es ist die Wirklichkeit. Vielen Dank. Wir treten an, um die Korruption zu bekämpfen. Das sagen Sie doch alle, dass Sie die Korruption bekämpfen. Aber sobald Sie selbst in der Macht sind, geht es munter weiter mit der Korruption in unserem Land. Ich glaube, das Schlimmste, was Ecuador passieren konnte, war der Fund von Erdöl. Als noch kein Erdöl gefördert wurde, war Ecuador ein viel schöneres Land. Die Menschen waren ehrlicher. Das Öl, das ist eine zwiespältige Sache. Wenn man an die Millionen und Abermillionen Dollar denkt, die Ecuador mit seinem Erdölexport eingenommen hat, und sich dann den Zustand des Landes ansieht, dann fragt man sich, wo ist das ganze Geld hingekommen? Das Erdöl hat dieses Land kaputt gemacht. Es ist ein heimtückisches Geschenk von Mutter Natur im Wert von 50 Milliarden Dollar. Ein Darlehen, das man nicht zurückzahlen muss. Mit dem schwarzen Gold sprudeln die Dollars aus den Tiefen der Erde, ohne dass das Land sich dafür abmühen muss. Del país o del pueblo. Heute gibt es in Ecuador mehr Arme als zu der Zeit, als noch kein Erdöl gefördert wurde. Wir haben Schulden in Höhe von 15 Milliarden Dollar. Die gab es vor dem Öl noch nicht. Das heißt, wir sind ärmer geworden. Wenn wir aber kein Öl mehr fördern, dann können wir unsere Schulden nicht zurückzahlen. Dann aber gewähren uns die internationalen Geldgeber keine neuen Kredite mehr. Es ist im Grunde eine ähnliche Situation wie mit unserem Gold während der spanischen Eroberung. Oder vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Gerade wenn man an die Ureinwohner, an die ewigen Schulden denkt. Die Schuldenlast wird nicht geringer, obwohl Ecuador die Hälfte seines Haushaltes für Zins und Tilgung ausgibt. Manchmal werden damit nur die Zinsen bezahlt. Und das alles aus den Gewinnen des Erdölgeschäfts. Wir sind mittlerweile völlig abhängig vom Erdöl. Nun ja, Ecuador und die Länder Lateinamerikas haben Auslandsschulden. Aber die USA und Europa haben uns gegenüber ökologische Schulden. Warum verrechnen wir nicht die Auslandsschulden mit den ökologischen Schulden? Wir haben immer geglaubt, das Erdöl würde alle Probleme lösen. Jetzt wird uns auf einmal bewusst, dass es die Probleme überhaupt nicht gelöst hat. Es hat unsere Lebensqualität sogar verringert. Erst jetzt wird uns bewusst, dass das Erdöl unser Ökosystem zerstört, dass es uns unsere Lebensgrundlage nimmt. Was die Zukunft angeht, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe darauf. Natürlich weiß ich nicht, ob das in Erfüllung geht. Wir hoffen, dass die Ämter, die öffentlichen Posten, mit unseren Leuten besetzt werden. Mit Leuten, die ihre Würde noch nicht verloren haben. Leute, die nicht käuflich sind. Wir müssen so lange weiterkämpfen, bis wir unser Ziel erreicht haben. Das ist alles. Die da oben sagen, dass wir nur ein paar dumme Schwarze seien. Dass wir es nicht verstehen, uns zu wehren. Dass wir nur einige arme Schlucker seien. Wer weiß, vielleicht behandeln sie uns deswegen so. Positiv denken, unseren Weg weitergehen, darauf kommt es an. Es ist egal, ob wir arm bleiben, solange wir unsere Würde nicht verlieren.
Das war unser Themenabend über das schwarze Gold, das Erdöl. Mehr Informationen dazu auch auf der Arte-Website im Internet. Am kommenden Dienstag heißt unser Thema Palästina, was nun? Unter anderem mit einem Dokumentarfilm über palästinensische politische Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Ihnen noch einen angenehmen Abend bei Arte.